Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Shovel Knight King of Cards, der 93 Trophäe. Im letzten Jahr habe ich allerlei Geheimnisse gefunden. Das sieht man mal, da sieht man den Wald voll lauter Bäume nicht, ja? Das waren ein paar offensichtliche Sachen. Ein paar, wo man ein bisschen überlegen musste, aber an sich allerlei schöne Geheimnisse. Und nun sind wir beim vermeintlich vorletztem Level des Spiels, der Turm des Schicksals Lavabronnen. Für King und Knight, und ich sehe dich schon, du flüssiger Samurai. Ja, zack. Das war ja hier ein Overkill. Eieiei. Wobei ich mir nicht sicher bin. Okay, der mit den Klauen, den kenne ich noch gar nicht. Hep, hep, bam. Moment, darf ich da runterfallen? Ja, gut. Hä? Oh, Backe. Oh, Backe. Hep. Und hinfort mit dir. Hahaha. Ich bin ja nicht sicher, ob da jetzt wirklich nichts mehr kommt. Wie mache ich das? So, okay. Einfach nur dem Lava. Einfach nur der Lava ausweichen. Da ist was verstöckelt, aber sind nur. Yep. Oh je. Jetzt haben wir die Schwertkämpfer, die Klingenkämpfer und die Bögen. Yep. Wisst du wohl? Autsch. Hinfort mit dir, hinfort. Da weine ich mir doch die Seele aus dem Leib. Du machst mir Schmerzen. Du, 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 du. Zack. Yep. Und haha. Es war gut, dass ich mir die Rüstung geholt habe. Zumindest für den Level. Yep. Oh, ich hab das Gitter gar nicht gesehen. Entschuldigung. Der fällt hier öfters in den Tod als ich. Und es soll schon was heißen. Ach du liebes bisschen. Medaille. Ups, das war glaube ich die erste. Ah, du bist auch schon wieder da. Aber du siehst gemeiner aus. Aber, also du machst mir keine Schmerzen. Das ist schon mal gut. Okay, da links geht's weiter. Ich glaube, ich habe eine Medaille übersehen. Irgendwo. Yep. Autsch. Lass mich raten, du pupst dir. Roter. Ui, roter Drachenritter. Siehst du fies aus. Moment. Zack. Moment, da habe ich eine Idee, wie ich drankomme. Und bam, Buschke, jawohl, so wird's gemacht. So holt man sich alles. Nimm den Hammer für die Gesundheit. Auf meine Gesundheit und langes Leben. Nimm den Hammer. Nimm den Hammer. Nimm den Hammer. Ich hau daneben, wie sonst was. Hier. Dann bin ich halt weg. Dann bin ich halt weg. Wenn du dich nicht treffen lässt. Ups, das war knapp. Eis? In einem Lavabrunnen? Das macht ja gar keinen Sinn. Hups. Hups. Und wuhu. Aber zum Glück, zu meinem Glück, zu eurem Pech, bin ich in jedem Element gut. Wuhu. Waha. Wihi. Waha. Bam. Nimm. Hammer. Ich hab. Okay. Und ich bin fast schon wieder tot. Hup. Und jups. Halt, stopp. Geheimnis. Doch kein Geheimnis. Aber so kann ich mir wieder Leben holen. Ich hatte da den einen. Hups. Bam. Ah, Mann. Ich kann kein Item einsetzen, wenn ich schlittere. Meine vollste Konzentration liegt darauf. Wups. Gut, ich habe zwei Medaillen. Eine müsste mir, glaube ich, eine fehlt mir noch. Und die kommt wahrscheinlich am Schluss. Bam. Da ist sie ja. Da ist ja der Metall, der Metall. Also irgendwie sind die hier sehr leicht zu kriegen. Ich weiß auch nicht warum. Denken sie sich vielleicht, der Level ist schon schwer genug? Au, Backe. Da hatte ich den Frosch nicht ausgewählt. Da kann er blasen, so wie ich so viel er will. In meiner Tasche bringt das nix. Hups, das war nicht in Aua. Okay, ich gehe einfach. Ich gehe einfach. Heute die Polter, heute die Polter, heute die Polter.
Autsch. Ist gut. Danke. Alter Falter. Zum Ende wird es ja immer wieder schwer. So wie ich es ja heraufbeschworen habe. Sie wollen jetzt hier, dass ich ihnen zeige, was ich alles gelernt habe. Egal, was das ist. Und zwar von allem. Zack. Whoops. Zum Beispiel auch im Zweierkampf. Whoopsie. Daisy. Bam. Ah, Bombe. Eine Bombe genascht. Whoops. Und weiter. Die habe ich gar nicht eingesetzt. Nimm die Bombe. Nimm die Maus. Noch eine Maus. Bumschakalaka. Yep. Bam. Und vorbei war es gewesen mit dem Sumo-Ringen. Okay, ich starte den schon mal aus für den Fall der Fälle. Und zwar 1, 2, 3, 4. Sehr schön, volles Leibern. Bam. Du. Jups. Hep. Bam. Zack. Hey. Wow, hey. Wird mir zu viel? Wups. Ich bin weg. Wups. Ja. Ui. Es wird mir gerade zu viel. Es verläuft gerade zu schnell. Wups. Yikes. Wups. Hep. Hap. Ich empfehle mich. Dankeschön, dass du mich bis zum Ende begleitet hast, lieber Drachenritter. Aber das war dein Ende. Das war dein Todesurteil. Du hast es selber unterschrieben in deinem Blut. Turm des Schicksals, Warpfestung. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt der letzte Level ist. Weil ich meine, brauche ich unbedingt die Prunkrüstung oder sollte ich lieber die Rüstung nehmen, die mir am besten immer wieder den Hintern gerettet hat? Ganz ehrlich, ich glaube, ich bleibe bei der Rüstung. Jetzt wird's... Oh ja, Achtung, bis bisschen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das jetzt darf ich da drauf landen? Okay. Ach, jetzt haben alle Ratten Flügel. Interessant. Hä? Also durch das... Also durch den Schleim reise ich. Interessant. Autsch. Ich hab's. Unglaublich. Wie die mich immer wieder überraschen können. Ich hab jetzt gedacht, das wäre sowas wie eine. Sowas wie Flubber, wodurch ich dann. Weg da. Wodurch ich dann abbauen, aber nein. Warpfeld. Okay, ein bisschen Gesundheit zurück. Zumindest bis zum ersten Checkpoint. Haha, ich komme mal von hinten. Jups. Bam. Düdülü. Der Sound kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich komme von hinten. Yikes. Hup. Servus. Haha. Reingelegt. Hihi. Hello, Batch. Düdülü. Moment, das kriege ich hin mit dem Sengensäbel. Das war jetzt unnötig gewesen, aber naja. Alter, was die hier alles hier von einem wollen. Bam. Moment, ich hab's. Ich hab's, was sie wollen. Ich weiß es. Da mache ich nämlich, genau das. Hihi, und die zweite ist schon mein. Bam. Und heps. Wo muss ich lang?
Also ich muss von rechts kommen. Ups, ouch. Ah. Von rechts kommen, damit ich links rauskomme. Okay. Hep. Hep. Heps. Ups. Sie. Daisy, der etwas nicht. Yikes. Nein, 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 nein. Okay. Heps. Und bumm. Schaka. Lacka. Hehe. Da. Wenn ich falle. Dann habe ich diese Verzögerung. Aber nicht, wenn ich hier auf der gleichen Ebene bin. Chips. Also ich steige immer wieder höher, also... Autsch. Es sieht für mich mehr danach aus, als wäre das jetzt das... Als würde es jetzt zum Ende hinführen. Ich sehe dich. Und was ich mache es ganz schlau. Zack. Genau ins Auge. Genau ins Auge. Hahaha. Eins, zwei. Bombe. Ups. Hahaha, da haben wir die richtige Gesundheit. Dankeschön. Eine Medaille fehlt mir, richtig? Die muss sicher hier irgendwo sein. Okay, wie mache ich das? Und... Ach, das ist jetzt die Schwierigkeit, weil der hier... Zack. Weil der hier auch noch hier diese Wirbelstürme macht. Zack. Leck, oh mio. Nimm dies und zurück an den Absender. Yikes. Bombe. Ich war noch nicht mal beim ersten Speicherpunkt gewesen. Ach, du bist ein bisschen... Hep. One, two, three. Zack. Jawohl. Okay, jetzt kann ich sterben und dann bin ich einfach wieder hier. Sehr schön. Feine Sache. Hä? Ich hab's zwar gesagt, aber das war jetzt keine Aufforderung an mein inneres Ich, dass ich das auch wirklich durchsetze. Wobei ich jetzt natürlich wieder meine... Hep. Heps, das sah. Dadurch habe ich jetzt wieder meine Herzen wieder. Nein. Puh. Oh, Geheimnis. Geheimnis, Geheimnis, Geheimnis. War da die letzte Medaille? Nein, es war nicht die letzte Medaille. Nichts dergleichen. Hips. Ach so. Ich wette mit euch, die ist hier irgendwo. Ach, leck mich doch. Ich mag keine Scroll-Level. Einmal verhunzt. Und dann hat man nämlich den Salat. Zack. Hau ab. Ganz ruhig. Nimm. Alter Falter. Das muss unbedingt hier reingebaut werden, was? Zum Glück habe ich mir ja diese Rüstung geholt. Okay. Boink. Mit Verstand an die Sache dran. Einmal hier durch. Gesundheit zurück. Jawohl. Haust du wohl ab? Danke. Ich kann ja einfach hier stehen bleiben und... Und dann lande ich ja genau dort, wo ich sein will, oder? Richtig, danke. Yikes! Nein, 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 nein. Hups! Und boink! Einmal heilen, einmal schnell, schnell heilen. Es ist ja wohl nicht euer Ernst. Gut. Die letzte Medaille ist mein. Alter, so viel muss man hier bedenken. Wo ist hier bitte das Ende? Nicht da. Ich habe eine Medaille. Jetzt muss ich nur noch ein Ende vom Turm kommen. Meine Fresse. Ich sage euch, das wird für mich viel länger vorkommen, als es eigentlich ist.
Das wird mir viel länger vorkommen, als es eigentlich ist. Okay. Leck mich doch, ja, leck mich doch, ja, leck mich doch. Ups. Heps. Und dort lang. Vielleicht sollte ich einfach kurzzeitig mal das Spiel pausieren, damit ich Zeit habe zu reagieren. Nein, 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 nein. Okay, jetzt bin ich hier. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Gut. Ich weiß, wohin ich soll. Heps! Sips. Okay. Weg, du Fee. Also, du gibst mir volles Leben. Dü-dü. Ironie, ich habe nicht aufgepasst, dass ich gar keine Gesundheit mehr habe. Die Fee, die mir in anderen Spielen vielleicht volles Leben gibt, hat mir hier das Leben genommen. Das war eine Todesfee, eine Antifee. Meine Fresse. Jesus Criminy. Aber zumindest sehe ich jetzt, wo das Ende ist. Hörst du mal auf. Okay, hörst du mal auf. Okay, und hüpf. Da drauf. Jawohl. Einmal hier drauf. Einmal eine Leiter. Danke, danke, danke. Bim. Zack. Weg mit dir. Okay. Volle Konzentration. Hüps. Keine Frontops, bitte. Zack. Sehr schön. Ich habe immer Angst, dass mich das wegschiebt. Das tut's ja aber nicht. Okay, jetzt bin ich hier drauf. Wo muss ich nochmal lang? Nach rechts. Richtig. 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 Bam. Weg da. Und ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin oben. Königlich. Und ich habe alle Medaillen. Ende des Levels? Ich bezweifle es. Doch, also es war doch, es kommt doch noch ein Level. Jetzt kommt der Boss-Level, richtig? Ja, hätte mir klar sein müssen. Turm des Schicksals. Ah, Fragezeichen. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das heißt, die Frage ist, ist es wirklich die Verzauberin, gegen die wir kämpfen? Oder ist es jemand ganz anderes? Was mache ich nun? Was mache ich nun? Ich gehe erstmal auf den Gleitflügel. Ziehe ich mich doch jetzt anders an? Vielleicht mit der Rüstung, mit der alles begann? Hm? Für den Level war es auf jeden Fall nochmal von Vorteil, diese Rüstung auszuwählen. Na, mein lieber Gocke, sagst du mir was zur Aufmunterung? Meinst du, ein Turm, der so alt ist, Spock? Verfügte mal Kanonen? Mach dich auf alles gefasst! Kanonen habe ich jetzt keine gesehen. Ich muss für deine Eloquente Mutter rechtzeitig um, davon machen wir eine Konversion zu machen. Das kenne ich ja. Mutter, hör auf, den so anzusehen. Wie denn? Gut, Königskostüm, ein Cape für den König, liebevoll bestickt von deiner Mama. Mit dieser Rüstung hat's begonnen. Es war von der Mama gewesen. Und mit dem Kostüm der Mama soll es auch aufhören. Heider daus, heider daus. Also doch, meine Damen und Herren, jetzt mache ich erstmal nochmal einen Cut. Also die Renate hat noch was zu erzählen. Captain. Oh, es kommt doch noch was. Der Captain war nie gut darin, Befehle anzunehmen. Muss immer ganz oben in der Hackordnung sein. Der Captain ist hier der Hahn im Korb, aber in manchen Situationen muss man echt Eier haben.
Die Wortspiele sind zum Brüllen. Nicht zu fassen, dass der alte Vogel immer noch das Steuerrad übernimmt, wenn's mal brenzlig wird. Wie auch immer, das soll für den Moment reichen. Schauen wir mal, was vor uns liegt. Okay. Jupp. Miau. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wie viel sie noch erzählt, aber ich denke, wir haben viel Information bekommen. Und ja, der Tomta-Schicksal des Schicksals, die Spitze steht uns offen. Das Großfinale von Shovel Knight King of Cards wird nächstes Mal hier offenbar, zumindest hier auf meinem Kanal. Welche haben es wahrscheinlich schon längst davor gemacht. Ihr habt es schon bei anderen gesehen, wollt uns vielleicht nochmal bei mir jetzt anschauen, wie ich mich anstelle. Ich depp. Aber dennoch hoffe ich, hat Ihnen diese Ausgabe gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr 93 Joe. I love and entertain you. Tschüss and goodbye.